Mein Name ist Justin Gangkamp und ihr schaut einfach Fußball. Ich bin hier Fußballer raten, oder? Ich habe jetzt nicht so oft oberkörperfrei gesehen, deswegen. Ich verfolge ihn sogar bei YouTube. Dein Dribbling ist immer sehr stark. Thomas Müller? Ja, jetzt kritisch. Oh mein Gott! Stimmt! Aber stabile Beine, ja? Nochmal, tut mir leid, Buddy. Bei Leverkusen. Das ist wahrscheinlich ein Innenverteidiger, ich weiß jetzt nicht, welcher von dem. Jonathan? Okay. Er ist ein Korrekter. Macht auch mal Spaß, mit ihm zu spielen. Da ist immer ordentlich Feuer drin und ich mag es halt. Ja, das ist easy. Randall Colomani. Wie hast du den so schnell erkannt? An seine Statur. Ja. Das ist mein Pro-Maler Morgenstern. Ich kenne ihn schon mein ganzes halbes Leben. Saß noch mal nebeneinander, im Bus nebeneinander, in der Kabine. Auch nebeneinander, wir sind die ganze Zeit nebeneinander gewesen. Entweder auch schon mal bei ihm gepennt oder er bei mir. Es waren eigentlich wirklich unzertrennlich oder sind unzertrennlich. Ja, der nächste ist der Thomas Müller. Wie hat der geguckt, als du das Ding eingenetzt hast? Das habe ich nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Also gegen Bayern ist halt immer noch mal die Aufmerksamkeit aufs Spiel noch größer als gegen andere Vereine, weil es halt der FC Bayern ist und ja, war schon ein geiles Gefühl. Aber dann am Ende des Tages ja trotzdem gewonnen. Und deswegen denke ich mal, dass er es jetzt nicht so übel genommen hat. Ja, jetzt kritisch. Ich weiß nicht. Rot. Das muss ja von dieser Saison gewesen sein. Nein, das ist nicht von dieser Saison. Keine Ahnung. Könnte das sein? Keeper? Oh mein Gott! Stimmt! Wird Nader böse auf dich sein? Nein, ich hoffe nicht. Ich habe jetzt nicht so oft oberkörperfrei gesehen, deswegen. Aber stabile Beine, ja? Ja, das ist Marco Reus wegen seiner Haltung. Ich gucke ja viel Bundesliga und das erkennt man dann schon sofort. Das muss zu hart sein. Nur er hält seine Arme so komisch oder Hände. Dein Dribbling ist immer sehr stark. Es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuzocken. Ich will nicht zu sehr in meinen Slang reden. Hättest du dann was anderes über Suat gesagt? Dein Morok, oder? Ja, okay. Das ist der Yusufa Moukoko. Wurden zusammen nominiert. Ich habe ihn ein bisschen kennengelernt, aber ich war jetzt nur anderthalb, zwei Tage da, weil ich mich da leider beim Lehrgang verletzt hatte. Der erste Eindruck, sehr korrekter Typ, auch sehr bodenständig. Auf dem lastete eine riesen Aufmerksamkeit. Glaubst du, sowas ist förderlich für ein junges Talent? Manche kommen gut damit klar. Es gibt auch manche Spieler, die kommen nicht so damit klar. Bei mir war es ruhiger. Hatte jetzt nicht so einen Hype. Ich muss es jetzt nicht sein. Mir reicht es, wenn meine Freunde und mein Vater stolz auf mich sind. Und ja, das ist schön. Was denkst du, wie war deine Quote so? Alles erraten, oder? Außer bei Nader Jandawi. Nochmal, tut mir leid, Buddy. War ich sehr verwirrt in dem Moment. Ich verfolge ihn sogar bei YouTube. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentiert am besten einen coolen Satz, sowas wie Marlon ist groß. Abonniert den Kanal und wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao.